stört in dem Metier. Wenn überhaupt, höchstens Partner und wenn's geht, den Croupier. Seit er denken kann, hat ihn immer wieder fasziniert. Wenn einer blank ist, wenn er kaputt geht, wenn sein Gegner alles verliert. War wie ein Ozean, in dem er fast ertrank. Leidenschaft war Sucht geworden und er schon richtig krank. Er wusste auch nicht so genau, was immer ihn dazu trieb. Sekt oder Brause, das war sein Prinzip. Denn lieber werde er hungern und erfrieren, als er nur ein einziges Spiel verlieren. Wenn's um Geld ging, war er immer dabei. Der Mann nannte ihn Kartenhai. Beim Spielen war er konzentriert, lauernd und eiskalt. Er kannte alle dreckigen Tricks und er machte vor gar nichts mehr Halt. Und wenn er trotzdem mal verlor, packte ihn die Wut. Dann gab es Ärger, dann wurd's gefährlich und manchmal floss auch Blut. Und wenn er nicht am Spieltisch saß, hat er brutal kontrolliert, ob alle seine Damen auch fleißig sind und wie das Gewerbe so floriert. Er fuhr dann mit seinem Sportcoupé den Straßenstrich auf und ab. Und wer da nicht spurte, so wie er wollte, den brachte er ganz schnell wieder auf Kraft. Denn lieber werde er hungern und erfrieren, als er nur ein einziges Spiel verlieren. Wenn's um Geld ging, war er immer dabei. Der Mann nannte ihn Kartenhai. Den Sumpf, den anderen tut er nur noch leid, für die ist vielleicht Beten Trumpf. Er hat niemals darüber nachgedacht und es war ihm auch ganz egal. Hauptsache Kohle und immer am Drücker, alles andere war für ihn nicht normal. Denn lieber werde er hungern und erfrieren, als er nur ein einziges Spiel verlieren. Wenn's um Geld ging, war er immer dabei. Der Mann nannte ihn Kartenhai. Lieber werde er hungern und erfrieren, als er nur ein einziges Spiel verlieren. Wenn's um Geld ging, war er immer dabei. Der Mann nannte ihn Kartenhai.